Ordnung halber gesagt haben. Jetzt kehren wir nochmal ins Genre Kammermusik zurück und da habe ich hier noch ein Klaviertrio. Und ja, gewidmet Carl Nielsen im Jahre 1908. Sie erinnern sich vielleicht, als wir dänische Komponisten besprochen haben, hatte Carl Nielsen einen relativ großen Anteil, weil er der bedeutendste Däne zumindest des 20. Jahrhunderts war. Und der war halt auch, gehörte halt auch zu dem Dunstkreis der Komponisten, mit denen Julius Röntgen vernetzt war. Gut, wir hören aus diesem Klaviertrio C-Moll. Wie gesagt, er hat nur, glaube ich, nur das eine geschrieben. Die anderen Trios, die er geschrieben hat, sind alles Streichtrios. Also aus diesem Klaviertrio den zweiten Satz.
Ja, Sie können jetzt wahrscheinlich verstehen, warum ich den Satz eines amerikanischen Musikjournalisten mit in die Präsentation im Vorprogramm geschrieben habe, nämlich Röntgen ist wie Brahms, nur mit einem Schuss Honig. Weil es ist ja wirklich ein Schuss Honig, den Sie hier immer hören. Wobei, wenn man ehrlich ist, Brahms war natürlich ein Meister der Form und der Formenstrenge. So streng ist Röntgen, glaube ich, mit den Dingen nicht umgegangen. Aber was Melodiosität und Beherrschung des Orchesters betrifft,